Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Herzlich willkommen zum Heiligabend-Gottesdienst 2020 hier in Herdecke in unserer Stiftskirche. Die Corona-Zeiten lehren uns, dass wir Gottesdienst auf ganz unterschiedliche Weise feiern können. Zum Beispiel auch über ein Gottesdienstvideo, das Sie dann zu Hause, vielleicht im Wohnzimmer, vielleicht am Küchentisch mitverfolgen und mitfeiern können. So freuen wir uns, dass Sie heute den Weg zu uns gefunden haben, auch übers Internet. Alle Jahre wieder feiern wir Weihnachten. Und ich erinnere mich an schöne Weihnachten, fröhliche Weihnachten, beglückende Weihnachten. Und ich erinnere mich auch an traurige Weihnachten, wo Trauer und Schatten über dem Fest lag. In diesem Jahr ist nochmal alles anders. Die Aufs und Abs der vergangenen Wochen, die Traurigkeit, nicht so feiern zu können, wie wir es gerne möchten, und doch auch die Hoffnung, dass Gott alle Jahre wieder in unser Haus einkehrt, zu Ihnen, zu uns, wo wir jetzt miteinander feiern. Du Gott lässt es hell werden. Mitten in der Nacht, mitten in der Dunkelheit, die sich über die Welt gelegt hat. Damit wir dich sehen im Gesicht eines Kindes, in den Gesichtern junger Eltern, in den Gesichtern von Alten, Kranken, Sterbenden und Trauernden, in den Gesichtern unserer Mitmenschen. Wir bitten dich, lass nicht zu, dass sich die Dunkelheit wieder über unsere Welt legt. Wir bitten dich, dass wir das Licht, das du in uns und um uns herum entzündet hast, bewahren und weitergeben. Amen. Ich habe mich damit sicherer gefühlt, konnte noch alles im Blick behalten, bevor meine Augen endgültig zugefallen sind. Angst haben, das ist etwas ganz Normales. Jeder von uns kennt es. Mich haben von Kind auf so einige Ängste begleitet. Manche davon konnte ich ablegen, andere sind nach wie vor da. In der Regel kommen sie in meinen Träumen oder in extremen Situationen zum Vorschein. Aber manchmal bahnen sie sich auch andere Wege. Wenn ich mit meinen Gedanken zu viel allein bin oder wenn sich auf einmal zu viele Dinge meiner Kontrolle entziehen. Und gerade scheint so vieles außer Kontrolle zu sein. Mein Alltag wird mehr von einem Virus bestimmt als von mir selbst.
Ich kann mich nicht so bewegen, wie ich das gerne möchte. Ich kann nicht die Menschen treffen, die mir am Herzen liegen. Ich muss warten, immer wieder. Darauf, dass die Inzidenzwerte sinken, darauf, dass dieser Winter einfach vorbeigeht. In dieser ganzen Warterei fühle ich mich ausgelaugt und wie gelähmt. Das geht natürlich nicht nur mir so. Für so manche von uns ist diese Zeit eine große Herausforderung. Und ganz besonders für diejenigen, die eh schon immer mit ihren Ängsten zu kämpfen haben. Einer meiner Lieblingsbibelverse aus der Weihnachtsgeschichte wird da in diesem Jahr ganz besonders wichtig. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Diese Worte tun mir einfach gut. Ich stelle mir vor, wie der Engel plötzlich in der Dunkelheit auftaucht und eine unglaublich wohltuende Wärme ausstrahlt. Ich stelle mir vor, wie Gottes Licht den Hirten neue Kraft und Hoffnung gibt. Draußen auf dem Feld, wo es vorher noch stockdunkel war. So eine tiefe Dunkelheit mitten im Nirgendwo kann sich wie ein dicker Mantel um den eigenen Körper legen und jede Bewegung schwer und langsam machen. Ein Gefühl, das dem Leben in Pandemiezeiten nicht ganz unähnlich ist. In dieser Lage ist der Ruf des Engels ein Ruf, der befreit. Mich heute und die Hirten damals, der die lähmende Dunkelheit durchbricht und vertreibt. Die Hirten wachen auf. Sie begeistern sich für die frohe Botschaft und setzen sich in Bewegung. Das Warten hat ein Ende. Sie können auf einmal einem hoffnungsvollen Licht folgen. Das scheint ganz leicht zu sein, wenn man keine Angst mehr hat. Wenn man auf Gott vertraut und auf die Stimme seines Engels hört. Freut ihr euch eigentlich auf Weihnachten? Auf meine Frage, die ich den Kindern der Krippenspielgruppe stelle, antworten alle mit einem überzeugenden, klaren Ja. Ja, wir freuen uns. Es gibt Geschenke, sagt Fabian, und die anderen stimmen zu. Ja, wir freuen uns. Mich freut diese Antwort. Nach den Aufs und Abs der vergangenen Wochen, den steigenden Infektions- und Todeszahlen, den Absagen, der Traurigkeit, weil die Weihnachtstage und die Gottesdienste nicht mit den Menschen wie sonst gefeiert werden können, da bin ich traurig und Freude mag nicht so recht aufkommen. Die Weihnachtsfreude ist getrübt, ein Schleier liegt darüber, worauf soll ich mich freuen? Die klare Antwort der Kinder, sie macht mir Mut. Vielleicht haben sie recht und ich sollte mich wirklich freuen, so wie in der Weihnachtsgeschichte erzählt wird. Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, sagt der Engel dem Hirten
auf dem Feld von Bethlehem. Ich darf mich freuen und Gott will, dass ich mich freue, dass wir uns freuen. Denn er hat all die Dinge geschaffen, mit denen wir heute feiern. Nicht nur Lebkuchen und Plätzchen, Tannenbaum und Lichter, sondern all die Menschen. Die Kinder, die mit großen Augen die Geschenke auspacken und strahlen. Die Väter und Mütter, die dem lieben Gott behilflich waren bei den Planungen und Aussuchen der Geschenke. Die Großeltern, die Paten und all die anderen Menschen auch. Freuen darf ich mich, dass ich Menschen begegnen kann. Auch wenn es in diesem Jahr nicht so viele sind. Aber gerade das macht die Begegnungen wertvoll und schön. In den letzten Wochen ist mir aufgefallen, dass Telefongespräche oft viel länger wurden, als ich es erwartet hatte. Ein Bedürfnis, miteinander zu sprechen, sich zu begegnen und auszutauschen. Und das macht Freude. Ihr sollt euch freuen, denn es gibt einen Grund zur Freude. Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Ein kleines Kind, in dem sich Gott mir zeigt. Klein und hilflos, wie ich mich auch manchmal fühle. Ein kleines Kind, das sein Leben und seine Zukunft vor sich hat. Gott hat auch mit mir noch etwas vor. Ein kleines Kind, das aus dem Vertrauen in die Hand, die es hält, heraus lebt. Auch ich darf vertrauen auf Gott, auf andere Menschen, die mich halten. Ein kleines Kind, das ein Lächeln weitergibt und dadurch Bindungen und Beziehungen schafft. So wie der Heiland, der unsere Beziehungen heil machen möchte und neues Leben in die Welt bringt. Und auch andere sollen sich freuen können. Jesus Christus ist im Stall von Bethlehem unter einfachen Verhältnissen geboren und die Engel haben diese Botschaft zuerst zu den Menschen am Rande, zu den Hirten gebracht. Eine große Freude, die allem Volk widerfahren soll. Für die Hirten kommt diese Nachricht überraschend. Ohne Vorbereitung werden sie aus ihrem Alltag gerissen und machen sich vertrauensvoll, vielleicht aber auch zweifelnd, auf den Weg nach Bethlehem. Sie sehen das Kind erzählen, was sie gehört haben, und kehren alsbald zurück in ihren Alltag. Nur ein ganz kleiner Moment, dieses Weihnachten in ihrem Leben. Und doch ein Lichtblick, der Klarheit schafft, ein Grund zur Freude für die, die sich sonst nicht freuen können. Ich freue mich auf Weihnachten, hat Fabian gesagt, es gibt Geschenke. Ja, dieses Geschenk möchte Gott uns auch heute machen. Und ich glaube, dass auch in diesem Weihnachten diese Momente der Freude aufleuchten können und mein Leben hell und freundlich machen können. Und das wünsche ich mir, dass uns, dass auch dieses Jahr an Weihnachten geschehen kann. Amen. Gott, in der dunklen Nacht hast du deinen Sohn zur Erde gesandt und uns Menschen neue Hoffnung gegeben. Darum beten wir jetzt zu dir. Wir beten für alle, die wie die Hirten von der Botschaft der Geburt Jesu hörten,
Lass diese gute Nachricht allen Menschen Freude bringen. Wir beten für alle, die in dieser schwierigen Zeit hart und schwer arbeiten, weil sie sich im Krankenhaus um die erkrankten Menschen kümmern, weil sie im Supermarkt für ausreichend Lebensmittel sorgen oder weil sie sich für die Einhaltung der Corona-Regeln einsetzen. Schenke ihnen die Kraft und Hoffnung, weiterzumachen und nicht aufzugeben. Wir beten für alle, die wie Maria und Josef unterwegs sein müssen. Für die Geflüchteten, für die Menschen ohne Obdach und für alle, die kein Zuhause haben. Schenke ihnen den Geist der Weihnacht und Menschen, die ihnen Verständnis entgegenbringen und Mut machen. Wir beten für alle, die schwer an Covid-19 erkrankt sind oder den Kampf gegen diese Krankheit verloren haben. Begleite und stärke sie auf ihrem Weg. Nimm sie in deine barmherzigen Arme und schenke ihnen das ewige Leben. Sei auch bei allen Angehörigen, die gerade jetzt in der Weihnachtszeit mit Trauer und Hilflosigkeit den Verlust eines geliebten Menschen verarbeiten müssen. Tröste sie und lasse sie trotz allem Unbegreiflichen deine Liebe spüren. Wir beten für unsere Familien, für unsere Freunde und Nachbarn und für alle, an die wir jetzt besonders denken. Lass sie ein außergewöhnliches und dennoch schönes Weihnachtsfest verbringen und diesen Tag all die negativen Ereignisse des Jahres vergessen. Amen. Gottesdienst gefeiert haben und wünschen Ihnen frohe Weihnachten. Gott lasse dich ein gesegnetes Weihnachtsfest erleben. Gott nehme dir die Sorgen und Angst. Gott schenke dir neue Hoffnung. Gott bereite dir den Raum, den du brauchst, auch und an dem du so sein kannst, wie du bist. Gott schenke dir die Fähigkeit zum Staunen über das Wunder der Geburt im Stall von Bethlehem. Gott gebe dir Entschlossenheit, Fantasie und Mut, damit du auch anderen Weihnachten bereiten kannst. Gott bleibe bei dir, mit dem Licht der heiligen Nacht, auch wenn dunkle Tage kommen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Gebe dir Frieden.